Guten Morgen. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich heute eingeladen wurde, den Deutschen Verbrauchertag zu eröffnen. Also vielen Dank dafür. Ich freue mich noch mehr, dass wir heute uns zum Thema Sharing Economy zusammenfinden. Ein Thema, mit dem ich mich seit über 4 Jahren beschäftige. Schau mal, das funktioniert noch nicht. Vor einer Woche wurde in Kalifornien ein Gerichtsurteil gefällt, das die Zukunft der Taxi-App Uber aufs Spiel stellen könnte. Seit 2014 ist Airbnb in Berlin die Wohnungsvermietungsplattform illegal, wenn man keine Lizenz hat für eine Ferienwohnung. In den letzten 2 Jahren gab es um die Sharing Economy einen sehr großen Medienhype. Nach der ersten Euphorie gibt es nun jedoch kritischere Stimmen und viele tun mit Schlagzeilen wie diesen bereits proklamieren, dass dies das Ende der Sharing Economy ist. Themen wie Ausbeutung von Mitarbeitern, steigende Wohnungspreise in Berlin, in großen Städten, Probleme mit Versicherung und Online-Betrug sowie auch Online-Plattformen mit Monopolstellung werden viel diskutiert. Die Enttäuschung ist groß, sowie die Kritik in ein Modell, in das anfangs sehr viel Hoffnung gesteckt wurde. Ich denke aber, wir sollten nicht so voreilig sein. Die Sharing Economy ist noch sehr jung und sie fängt gerade erst an, ihr wirkliches Potenzial zu entfalten. Ich möchte Ihnen heute zur Einführung in diesen Tag zeigen, wo ich das Potenzial dieser Entwicklung sehe und warum es sich lohnt, in sie zu investieren. Um dies zu machen, möchte ich zunächst, bevor ich zu den Chancen komme, einen kurzen Exkurs in die Geschichte machen und die Grundlagen der Sharing Economy. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass in den 70ern, also dass diese Idee des Teilen von Ressourcen nicht neu ist. In den 70ern entstanden die ersten Food Co-ops in den USA, Genossenschaften zum Teilen von Lebensmitteln. In den 80ern entstehen die ersten Tauschringe in Kanada, die kurz darauf nach Deutschland kommen. Jedoch erst mit der Ausbreitung des Internets wird es möglich, dass der gemeinsame Konsum neue Ausmaße einnimmt. Der Flohmarkt geht online mit eBay und wird somit zu einer Plattform mit globaler Reichweite. Die Mitfahrzentrale, wo man früher angerufen hat, um eine Mitfahrgelegenheit zu finden, geht online und wird somit transportiert heute über 2 Millionen Menschen im Monat in Europa und ist nun eine Konkurrenz zur Deutschen Bahn. Auch Wikipedia wird innerhalb von wenigen Jahren zur größten Enzyklopädie. So können wir sehen, dass nach einer ersten Expansion eine Segmentierung stattfindet in Plattformen, die sich auf einzelne Bereiche spezialisieren. Nehmen wir hier das Beispiel Craigslist. Das ist eine Kleinanzeigenplattform, auf der Menschen nicht nur private Gegenstände teilen können, sondern zum Beispiel auch Wohnungen anbieten können oder auch Dienstleistungen. Was wir beobachten können, ist, dass für jede dieser Kategorien, die wir hier sehen, heute eine einzelne Plattform entsteht, die sich nur auf diesen Bereich spezialisiert und sich darauf auf ein Bedürfnis des Verbrauchers fokussieren kann. Und dies wird möglich, zum Beispiel durch Smartphone-Apps, und auch Geolokalisierung. Zum Beispiel haben wir, wenn wir die Kategorie Zimmer gesucht ansehen, das Entstehen der Plattform Couchsurfing, welche Gastgeber und Reisende zusammen verbindet, um kostenlos unterzukommen. Oder auch haben wir die Kategorie Mitfahrgelegenheit, die jetzt die Plattform BlaBlaCar ist. Oder auch die Kategorie Kunst und Handwerk, die heute Etsy ist, eine Plattform, auf der Künstler ihre Produkte verkaufen können. So sehen wir innerhalb einer kürzesten Zeit das Entstehen einer Vielfalt von Organisationen und Initiativen, wie zum Beispiel Crowdfunding mit Indiegogo und Kickstarter oder auch die vielen Wohnungsvermietungs- und Haustauschplattformen sowie Airbnb, Wimdu, Home Exchange. Entschuldigung. Okay, so, was wir hierbei beobachten können,
ist, dass eine Verfeinerung des Marktes stattfindet und die erste Entstehung von komplexeren Vertrauens- und Versicherungssystemen entsteht und dadurch auch ein viel größerer Markt angesprochen werden kann. Somit sehen wir die ersten großen Investments in diesem Bereich und zum Beispiel auch, dass Airbnb fast zum Weltmarktführer in der Hotellerie wird. Dass diese ganzen Plattformen jedoch nicht unabhängig voneinander existieren, wird erst 2010 definiert, indem es um den Begriff kollaborativen Konsum geht, der von Rachel Botsman definiert wurde. Kurz darauf entsteht auch der Begriff Sharing Economy, der aber erst vor einigen Monaten in das Oxford Lexikon aufgenommen wurde. Demnach ist die Sharing Economy ein Wirtschaftssystem, welches dadurch definiert ist, dass Privatpersonen geldlos oder entgeltlich Güter und Dienstleistungen teilen, mithilfe vom Internet und sozialen Netzwerken. Hierbei ist es jedoch wichtig, nach Rachel Botsman eine Unterscheidung zu fällen zwischen Redistribution Markets und Product Service Systems. Redistribution Markets bedeutet, dass ein Gut über eine Plattform von A nach B geht, dort, wo es benötigt wird. Andererseits haben wir die Product Service Systems, bei denen ein Produkt zu einer Dienstleistung wird. Das bedeutet zum Beispiel beim Carsharing, dass ich das Auto vermieten kann für die Zeit, in der ich es benötige, anstatt es zu besitzen. Das ist, was gemeint ist, wenn wir den Begriff hören, Access over Ownership oder Zugang statt Besitzen. Eine weitere wichtige Unterscheidung hier ist zwischen Business-to-Consumer-Modellen, das heißt kommerzielle Modelle wie Carsharing mit DriveNow oder Car2Go, und den Peer-to-Peer-Plattformen, dort, wo Privatpersonen untereinander Dinge austauschen. Denn gerade bei diesem zweiten Bereich stecken die vielen Herausforderungen, aber auch Potenziale. Was aber jedoch wichtig ist, ist, dass wir hier bisher nur den Bereich des Konsums uns angucken. Und das ist nur ein ganz kleiner Bereich von einer viel breiteren Entwicklung. Wir sehen nämlich, dass nicht nur der Konsum verändert wird, sondern auch, wie wir lernen und bilden, produzieren, finanzieren und verwalten. Ich werde hier nicht ins Detail gehen, aber hiermit möchte ich zeigen, dass dies eine sehr breite, vielfältige Entwicklung ist, die bereits in vielen Sektoren stattfindet. In vielen Sektoren. Mobilität. Es reagiert nicht. Okay, falsche Richtung. Okay, Entschuldigung. Dies geschieht in vielen Sektoren. Mobilität, Ernährung, Energie, Bildung, Tourismus und in vielen verschiedenen Variationen. Das heißt kommerziell und nicht kommerziell, monetär und unentgeltlich, sowie auch global und lokal. Diese ganzen Modelle und Plattformen, die wir bei WeShare seit 3 Jahren zusammenfassen unter dem Begriff Collaborative Economy, haben 2 Dinge gemeinsam. Sie bestehen aus horizontalen Netzwerken und der Beteiligung einer Community. Dass diese Entwicklung von wachsendem Interesse für Politik und Wirtschaft ist, zeigt das WeShare Fest, eine 3-tägige Konferenz, die wir nun zum 3. Mal organisieren in Paris, die vor einem Monat stattgefunden hat, die alle großen Akteure, Unternehmen und Pioniere, 1500 davon, zusammenbringt, um über die Zukunft dieser Modelle zu reflektieren. Und dass dieses Thema auch weiterhin international wichtiger wird, zeigt, dass das Event nächstes Jahr auch in Barcelona und Rio organisiert wird. Was bedeutet dies jedoch für den Verbraucher? Um zu verstehen, was die Vorteile sein könnten, müssen wir darüber nachdenken, wer ist der Verbraucher in der Sharing Economy? Nehmen wir das Beispiel der privaten Autovermietung. Hier kann der Nutzer sowohl Anbieter als auch Nutzer eines Autos sein. Diese Rollen sind austauschbar und er kann sie auch gleichzeitig innehaben. Das bedeutet, dass wir ein Verschwimmen der Rollen zwischen Anbieter und Verbraucher sehen, oft auch genannt Prosumer, sowie aber auch der Unterschied zwischen Amateuren und Professionellen. Dies wirft viele Fragen auf, die wir heute im Laufe des Tages auch näher diskutieren werden. Was ist der Unterschied oder wo ist die Grenze zwischen kommerzieller, geschäftlicher und freizeitlicher Aktivität,
Ab wann ist jemand ein Angestellter? Und wie können wir nicht kommerzielle Transaktionen versichern? Diese Fragen sind zu beantworten. Und vielleicht müssen wir sogar im Prozess die Rolle des Verbrauchers neu definieren. Allerdings sollten diese Fragen uns nicht lähmen und davon abhalten, zu sehen, was die wirklichen Chancen und Potenziale für den Verbraucher und die Gesellschaft sind, die hier stecken. Darum ist es wichtig, sich anzugucken, wo hier durch das Verschwimmen der Rollen auf Peer-to-Peer-Plattformen verschiedene finanzielle, soziale und politische Chancen entstehen. Zum Beispiel dadurch finanzielle Chancen, dass Güter und Dienstleistungen dorthin zirkulieren können, wo sie am meisten benötigt werden und dadurch neue Einkommensquellen generieren können. Einerseits dadurch, dass ich bestehenden Besitz vermieten kann, aber auch durch das Vollbringen von Dienstleistungen. Ein gutes Beispiel, das ich zeigen möchte, ist die genossenschaftlich organisierte Plattform Lokenomics aus den USA, welche seinen Mitgliedern ermöglicht, den Mehrwert, den sie kreieren durch ihre Arbeit, selber zu empfangen, anstatt diesen an Aktionäre zu geben. Des Weiteren gibt es finanzielle Vorteile durch das Verschwimmen dieser Rollen, indem Güter sehr günstig oder fast kostenlos verfügbar werden. Zum Beispiel auf der Plattform Foodsharing können Menschen übrige Lebensmittel kostenlos anbieten. Zudem wird Reisen günstiger, indem Plattformen wie Mitfahrgelegenheit neue, günstigere Möglichkeiten anbieten. Ein weiteres Beispiel dafür, wie unser Lebensstandard steigen kann, ist auch, dass viele Plattformen ermöglichen, Güter und Produkte viel günstiger zu bekommen, aber auch eine viel größere Diversität anzubieten. Kleiderkreisel zum Beispiel bietet gebrauchte Klamotten an. Es gibt die App Swap Team, eine Flohmarkt-App. Oder auch Leiber, eine Plattform, die durch das Konstruieren von physischer Infrastruktur das Teilen von teuren Gütern anbietet, zum Beispiel Beamern oder auch Druckern, Bügeleisen und so weiter. Diese Beispiele zeigen alle, dass ein höherer Lebensstandard möglich ist durch diese verschiedenen Aspekte. Jetzt kommen wir zu den sozialen Vorteilen, die auch sehr wichtig sind. Denn alle diese Plattformen sind basiert auf starken Communities, Nutzern, Gemeinschaften von Nutzern, die sich vernetzen. Zum Beispiel die Food Assembly ermöglicht das Entstehen von dichten sozialen Gefüge, die zum Beispiel in Nachbarschaften entstehen können. Oft in Städten, wo ein Gemeinschaftsgefühl verschwunden ist, vor allem bei der jüngeren Generation. Die Food Assembly ermöglicht zum Beispiel, Erzeugern mit Nutzern zusammenzubringen, um ihre Lebensmittel zu kaufen. Diese Assemblies befinden sich zum Beispiel in Cafés, Bibliotheken oder Schulen und sind ein Ort der Zusammenkunft. Zudem entsteht ein Arbeitsplatz dadurch, dass der Gastgeber der Assembly diese leitet und dadurch eine Transaktionsgebühr erhält. Einer der wichtigsten Aspekte für mich persönlich, wo ich das größte Potenzial dieser Bewegung jedoch sehe, ist die zusätzliche Autonomität, Selbstbestimmung und damit auch Verantwortung für sich selbst, die durch diese Plattform für den Verbraucher möglich wird. Die Plattform Lokenomics aus den USA ist hierfür ein Beispiel, weil es seinen Mitgliedern ermöglicht, neue Formen von Arbeit, aber auch Verteilung von Wertschöpfung zu erleben. Hier geht es, oder ich bin davon überzeugt, dass auch wenn die Sharing Economy heute noch eine kleine Elite nur betrifft, dass langfristig der Zugang zu Ressourcen, aber auch Wissen und neue Formen von Arbeit einen fundamentalen Kulturwandel in Gang setzen kann, der dadurch auch zu einer Gesellschaft führt, die mehr basiert ist auf Kollaboration, Solidarität, unternehmerischem Handeln und Mitbestimmung. Damit dies jedoch möglich ist, wird ein Bewusstseins- und Verhaltenswandel notwendig sein, der nicht über Nacht geschieht. Um dies zu ermöglichen, müssen wir natürlich versuchen, Menschen zu bilden und zu schauen, wie wir dies weiterentwickeln können. Und dieser Bewusstseinswandel, der Bewusstseinswandel ist nicht einfach, aber wir haben gesehen, dass er bereits im Gange ist, wie viele dieser Möglichkeiten zeigen. Und wie ich sagte, es geht um einen Kulturwandel.
Und was meine ich damit? Heute sehen wir, dass viele Plattformen mit diesen verschiedenen Graphen mit Stolz ihr Wachstum zeigen. Das ist die klare Tendenz. Aber ist Wachstum wirklich das Ziel? Brauchen wir nicht für ein neues Wirtschaftsmodell auch eine neue Art und Weise, Wert zu messen? Bei WeShare stellen wir uns schon lange die Frage, kann die Sharing Economy uns wirklich helfen, gesellschaftliche und ökologische Probleme zu lösen? Kann sie uns helfen, vielleicht eine Art kollaborative Gesellschaft zu schaffen? Ich denke, es kann in beide Richtungen gehen. Ich hoffe, dass die Antwort ja ist, wenn wir versuchen, den Kerngedanken der Sharing Economy nicht aus den Augen zu verlieren und die Organisationen und Initiativen unterstützen, die diese tagtäglich bereits umsetzen, diese Ursprungsideen. Wie wir sehen konnten, gibt es bereits viele dieser Initiativen, aber es ist wichtig, diese nicht sofort zu verbieten, sondern die richtige Balance zu finden zwischen Innovation und Regulation. Und eines ist klar, wenn wir nicht wollen, dass diese Diskussion und diese Entwicklung von den Interessen von wachstumsgetriebenen Silicon Valley-Unternehmen bestimmt wird, müssen wir alle an dieser Diskussion teilnehmen, vor allem Politik und Wirtschaft. Wir können sehen, oder ich kann durch meine Tätigkeit in Europa sehen, dass dies an vielen Stellen bereits der Fall ist. Aber ich denke, dass vor allem in Deutschland als wachstumsstärkstes Land in Europa eine stärkere Rolle einnehmen sollte. Ich denke, dadurch, dass wir heute hier alle zusammen sind, um über dieses Thema zu sprechen, wir auf jeden Fall schon auf dem richtigen Weg sind. Vielen Dank.